Am meisten überrascht war ich wirklich, wie schnell und wie gut das eigentlich funktioniert hat. Wir haben mittlerweile über 1000 Ansprechpartner auf unserer Seite. Ja, die Frage ist, wenn das Social-Media-Thema so gut funktioniert, warum kann man es nicht auch selber machen? Mein Name ist David Kimmerle. Mein Name ist René Herrmann. Und mein Name ist Klaus Eppe. Ich bin Geschäftsführer bei der Miltronic Steuer- und Leistungselektronik GmbH und Co. KG. Ich bin Geschäftsführer der Fritz Präzisionsmaschinenbau GmbH. Ich bin der Geschäftsführer von DLK Wendlertoren. Seit 1986 entwickeln und produzieren wir kundenspezifische Elektroniken für den Sonderfahrzeug- und Sondermaschinenbau. Wir sind Teil der Incontec-Gruppe und sind Hersteller für Toolings und Werkzeuge für die Halbleiterindustrie als auch für den Automotive-Bereich. Bevor wir die Zusammenarbeit gestartet haben, haben wir natürlich schon seit Jahren unsere Social-Media-Accounts, aber diese haben wir in Eigenregie nutzen wollen, mal über einen Auszubildenden, mal selbst probiert. Da sind wir natürlich nach relativ kurzer Zeit an die Grenzen gestoßen und unsere Ressourcen haben dafür nicht ausgereicht. Ich fand den Bereich Social Media immer schon sehr, sehr interessant, habe das aber sehr viel eher aus dem privaten Bereich genommen und fand es eben sehr schwierig, da den Weg zu finden, als Unternehmen sich da zu präsentieren, sein Fahrwasser zu finden, seine Roadmap aufzustellen. Die größten Bedenken lagen darin, dass gerade unsere Branche der Ventilatoren- und Lüftungshersteller zu konservativ ist, um im Bereich Social Media aktiv zu werden, um dort auch dann neue Kontakte zu generieren. Was stelle ich da? Wie kann ich mich als Unternehmen präsentieren? Wie viel Aufwand habe ich dahinter? In der Zusammenarbeit mit Social Media Schwaben haben wir festgestellt, dass gerade die Einarbeitungszeit sehr, sehr kurzweilig war und auch wirklich sehr schnell erste Ergebnisse gezeigt hat. Was mir am besten gefallen hat, war in der Zusammenarbeit, dass wir wirklich mit Technikern gesprochen haben, dass wir wirklich auf Augenhöhe miteinander gesprochen haben. Dieser technische Background, der für uns ganz wichtig ist, sehr gut aufgenommen worden ist, sehr gut umgesetzt worden ist, das war für uns eigentlich das Hauptthema und der wichtigste Unterschied auch zu den klassischen Werbeagenturen. Die Zusammenarbeit hat gezeigt, dass wir 1000 Kontakte generieren konnten und in unser Netzwerk ziehen konnten, daraus 40 Anfragen abgeleitet haben aus dem Bereich der Windkraft und der Trocknungstechnik. Wichtige Ziele, die wir erreichen konnten, war, dass das Netzwerk deutlich gewachsen ist, auch wirklich über Neuprojekte diskutiert werden konnte, das schon nach sehr kurzer Zeit. Ich würde die Zusammenarbeit mit Social Media Schwaben Unternehmen empfehlen, die sehr technisch orientiert sind, die vielleicht keine so große Vertriebstätigkeit haben. Ja, die Zusammenarbeit kann ich Unternehmen empfehlen, die eine ähnliche Größe haben wie DLK und nicht die Kapazität haben, eine eigene Marketingabteilung aufzubauen, die sich mit dem Thema Social Media beschäftigen kann. Wie Sie gerade gehört haben, ist der Wandel im Marketingvertrieb von mittelständischen Unternehmen schon längst im Gange. Dennoch setzen Unternehmen nach wie vor auf veraltete Akquisewege und ruhen sich auf den Erfolgen der Vergangenheit aus. Mein Name ist Robert Kirs und gemeinsam mit meinem Geschäftspartner Arnes Kafka habe ich 2018 die Social Media Schwaben GmbH gegründet. Im Grunde genommen helfen wir Geschäftsführern von mittelständischen Unternehmen dabei, mit Online-Marketing und Online-Vertrieb ihr Unternehmen zukunftssicher zu machen. Vertrieb 4.0 sozusagen. Wir haben in den letzten Jahren mit über 120 Unternehmen aus den Bereichen Maschinenbau, Elektrotechnik und der Industrie zusammengearbeitet. Wir helfen Ihnen dabei, Ihre Bestandskunden an sich zu binden, mehr exklusive Neukunden zu gewinnen und gleichzeitig Ihre Sichtbarkeit im Markt zu erhöhen. Mit unserem Schritt-für-Schritt-System sorgen wir wie folgt für die Ergebnisse. Als erstes arbeiten wir uns in der Analysephase in Ihr Unternehmen ein. Wir müssen dabei ganz genau verstehen, welche Kundenkreise Sie haben, welche Herausforderungen vor Ihnen liegen, um dann die passenden Kunden anziehen zu können. Basierend auf dieser Analyse und unseren erprobten Methoden entwickeln wir gemeinsam eine klare Strategie für Ihren Online-Vertrieb 4.0. Als erfahrene Ingenieure bringen wir dabei technisches Verständnis mit modernstem Marketing- und Vertriebs-Know-how zusammen. Steht die Strategie, kann es so richtig losgehen. Während Sie sich auf Ihr Hauptgeschäft fokussieren, helfen wir Ihnen dabei, Schritt für Schritt Ihre Online-Präsenz auszubauen, Ihr Angebot zu vermarkten und gleichzeitig neue Kundenanfragen zu gewinnen. Sie erhalten während des gesamten Prozesses regelmäßige Updates und haben einen persönlichen Ansprechpartner bei uns zur Verfügung. Dabei ist es nicht untypisch, dass Sie bereits innerhalb von 8 bis 12 Wochen die ersten Gespräche mit Interessenten führen können. So stellen wir sicher, dass Ihr Unternehmen auch in der digitalen Welt für die Zukunft gewappnet ist. Wenn das jetzt grundsätzlich interessant für Sie klingt, kann ich Ihnen nur unser kostenfreies Erstgespräch empfehlen. Dort werden Sie mit einem unserer Experten darüber sprechen, wie auch Sie digitalen und effizienten Vertrieb
4.0 in Ihrem Unternehmen etablieren können. Sie werden ganz genau erfahren, welche Chancen und Möglichkeiten es für Ihr Unternehmen und Ihre Branche gibt. Und wenn Sie möchten, können wir auch darüber sprechen, wie wir Ihnen bei der Umsetzung helfen können. Ich freue mich darauf, Sie bald persönlich kennenzulernen. Bis dann!